ich spiele mal wieder den guten alten William Bill und mal schauen, ob es uns gelingen mag, hier ein paar Generatoren zu machen. Geschweige zu überleben, lassen wir uns doch mal überraschen. Mit dem Perks am Start Leichtgewicht unerbittlich, wir schaffen das. Und keine Ahnung, was das bitte war, ich denke mal Vorwarnung. Wir haben noch eine Quest mit ihnen offen, wir müssen insgesamt 2 Minuten. Und vom Killer hinterher jagen lassen. Schaffmann, die hat uns nicht gehört. Oh oh. Fall noch mal kommen. Das ist schon mal gut. Die erste verletzt. Wo haben wir denn hier einen Generator? Okay. Man hat uns nicht gesehen. Haben wir hier irgendwo in der Nähe einen Haken? Vielleicht können wir den hier sabotieren.
Leider hat mein Werkzeugkasten dafür nicht mehr gereicht. Das war überhaupt nicht geplant. Alles klar, dann schwimmen wir hier erstmal noch Hunger am Haken. Shit happened. Scheiße, ist kein Fall. Hier ist heute Camp mein Dinger angesagt, oder wie, oder was, oder was, oder wie. Nice. Oh oh, Scheiße. Sie schafft es uns noch zu heilen. Vielen lieben Dank. Okay, hier haben wir keinen Generator. Oh Mann, das wird auf jeden Fall eine schwere Runde.
einen Generator freischalten. Ich glaube, die Chancen stehen nicht besonders hoch, dass wir das packen. Öffne das Tor. Okay, warten wir mal ein bisschen. Vielleicht schafft der Kollege das auch noch aus. Alter, block mich doch nicht. What the hell? Nein, Scheiße. Okay, Gott vom Sieg haben genug das Zeitliche gesegnet. Sag mal, miese Brise.
Naja, Freunde, nächste Runde wird besser. Haben wir denn den Schwein mit offener Hand? Thanatophobie, Flink und Räuber. Okay, für Geist, Fingen. Eigentlich wäre nur ein Perk für uns relevant. Den Rest könnten wir nicht umsetzen. Lampenlang Haddonfield. Dann mal auf ein neues. Ganz danach aus, als wäre es der Hinterwäldler. Erster Generator fertig. Yeah.
den What the fuck, ey, und ich renne den voll in die Arme. Schrumpfen offen. Doch logisch. Die zweite Runde war auch nicht so gut. Aber alle guten Dinge sind live, von daher würde ich sagen, zocken wir mal den Hinterwäldler. Und mal schauen, wie die Runde so viel aufmacht. Den Pirks am Start Pirscher, Tüftler, Bluthund und schlampiger Schlachter. Warten wir noch eben auf 4 Survivor.
zur Auswahl verstört und ein typisch dann. Gehen wir mal in Richtung heimtückisch. Ich denke mal, dass wir uns hier näher bringen. Haben wir noch zu auswählen. Dann haben wir noch Thanatophobie mit. Ich denke mal, wäre auch nicht schlecht. Und dann let's go. Glück. Und wer nicht wagt, der aber auch nicht gewinnt. Ja. Behandlungsbereich Larrys Gedankeninstitut. Okay, eine meiner Lieblingsmaps. Dann laufen wir doch mal hier lang, ne? Ah!
sie wurde befreit. Und die nächste liegt am Boden. Ah, dann kommen wir mit David. Schale versucht was wert. Okay. Ist das eigentlich unter Tunneln oder Glocken oder what the hell, wie man das auch alles überhaupt nennt? Oder gehört das auch zum Campen? Ich hab keine Ahnung, Freunde. Ich weiß nie, die nächste Location geht. Von daher bin ich gefiebert, schnell mal auf und gehen. Mal schauen, ob noch irgendwo ein Haken in der Nähe ist. Okay, das wird knapp. Da war hier unten. Okay, ich schau. Ein Indie ist hier irgendwo. Ich hab keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal, was sollen die machen. Wo seid ihr? Die haben sich geheilt. Okay, hier wird nicht gearbeitet. Okay, hier auch shit, knapp vorbei ist auch daneben. Drei Generatoren müssen die noch toppen. War hier eine? Okay, ich kann hier keine entdecken, dann laufen wir mal zum nächsten.
hat der Kollege sich denn versteckt, ey? Auf einmal ist der Spüler verschwunden. Der erste ist da. Tante Kledet habe ich aus den Augen verloren. Warte mal, war da jemand? Ah, hier sind Spuren. Schade, hätte mich mal etwas genauer umschauen können. Steht nicht so besonders auf Fang. Oh, das ist der nächste. Okay, krass, scheiße, ich schon wieder aus den Augen verloren. Ja.
Dein Versteck war auf jeden Fall nicht so gut, würde ich mal sagen. Warum wir denn noch Marken? Also sollte ich jetzt gehen und die Luke finden und sie bekommen, würde ich es demjenigen noch gönnen. Ansonsten versuchen wir auf jeden Fall hier ein paar Leute wegzuschnitzeln. Okay. Und sonst mit dem Stoff war wohl nichts. Wo ist sie denn hin, oder? Das könnte extrem knapp werden. Scheiße, Baum genagten. Nein, verdwängelt. Okay, sie macht sich aus dem Staub. Mal schauen, ob wir sie wieder einfangen können. Okay, ich will immer behaupten, voll Teamwork. Deshalb nehmen sie hier nicht die Luke. Und du, hier ist die Luke. Ich tu dir nichts.
Entweder weiß sie ganz genau, wo die Luke sich versteckt, oder sie möchte mich einfach nur in die Irre führen. Dabei hätte ich ihr ja die Luke kampflos überlassen. Okay, entweder ist sie immer noch am Generatoren basteln, oder? Sie wartet, bis ich mal auf die Idee komme, hier die stumme Luke zu laufen. Aber ich würde sagen, lass mal stehen und nehme die Luke und frei Besuch. Ich frage mich ernsthaft gerade, was sie damit bezwecken möchte, aber ist in Ordnung. Dann wollen wir doch mal aus dem Game hier so ein Katz-und-Maus-Spiel machen. Miesebrise. Wo könnte sie sich nur versteckt haben? Weil ich möchte nicht wissen, wie oft ich schon an mir vorbeigelaufen bin. Sie ernsthaft noch Generatoren machen? Es geht doch. Hat mich wohl doch in die Irre geführt.
Naja, die Runde von den drei Runden eigentlich am besten gewesen, meine Freunde. Ich würde aber sagen, weiter geht es in der nächsten Folge. Geht auf keine Hobbystack 1 oder auf meinem anderen YouTube-Kanal. Macht das jetzt gleich. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Peace. Okay, ciao.